Mittelalter. Wir befinden uns im Mittelalter. Jetzt sagen wir euch ein paar Foltermethoden und was sie machen. Daumenschrauben. Zwei Metallteile drückten die Finger ab. Folterstuhl. Man saß auf einem Stuhl, aber nicht auf einem normalen Stuhl. Es hatte nämlich Zacken und die drückten in den Körper rein. Brustreißer. Man reißt bei der Frau die Brust vom Körper. Spreizer. Man legte eine Frau oder einen Mann auf einen Bock und hängte Gewicht an die Füße. Das zerriss ihn. Mundbinde. Man legte das Teil in den Mund und schraubte es auseinander. Das renkte den Kiefer aus. Es gibt auch noch andere Folterungen, die haben wir noch ausgewählt. Folterungen waren normal im Alltag. Heute gibt es sie noch in Mexiko, Philippinen, Nigeria, Usbekistan und Marokko. Die meisten Folterungen machten die Polizei oder die Sicherheitskräfte. Früher wurde in Kerker oder in offenen Gebäuden gefoltert. Es wurden vor allem Diebe, Mörder, Hexen und Sklaven im Mittelalter gefoltert. Der Vergleich von heute zu früher. Früher gab es im Alltag Folterungen und fast überall, doch heute nur noch in wenigen Ländern und es ist nicht im Alltag. Das war das Ende unseres Lernfilms über das Thema Folter. Danke, dass ihr uns zugehört habt und bis wieder einmal.